felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and breathe. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and breathe. Goodbye, I'm done. Everything is turning fast for me. My eyes are running cold. The air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes. How the hell did I get here? Something about this so very wrong. I have to laugh out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? I felt the air rise up in me. Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Sie hieß Lummerland. Warum gerade Lummerland und nicht irgendwie anders, wusste kein Mensch. Aber sicherlich wird das eines Tages erforscht werden. Und Lukas war der königliche Lokomotivführer. Lukas, der Spasti ist Luizi. Hurensohn! Guten, hier ist der King. Ey, Alter, Mann, ich brauch Drogen und Nutten. Ey, Scheiße. Ey, Alter, komm, ich hab nicht mehr viel Stoff, Mann. Ich hab mir gerade noch eine Leine reingezogen, aber das reicht nicht, Mann. Ey, Scheiße. Meine Beine zucken schon. Die dreckigen Kolumbianer haben uns voll über den Tisch gezogen. Ey, das Koks ist voll scheiß gestreckt, ey. Also, wenn du was rotzen willst, dann nur von dem Dreckszeug. Was? Die Kolumbianer haben uns über den Tisch gezogen? Da setze ich direkt den Luigi drauf an. Hehehe, Luigi. Na schön, wenn sie Krieg wollen, dann sollen sie ihren Krieg haben. Entschuldigung, ich habe ein Kloß im Hals. Alter, am Teststreifen kannst du genau erkennen, dass mehr Mehl als Koks in dem Dreckszeug drin ist. Und am besten backst du daraus einen Kuchen oder Cookies. Aber schicken wird sich auf gar keinen Fall. Was macht überhaupt deine Nutte? Ist die da? Und lässt sie überhaupt nicht mal ran? Was? Ich soll den ranlassen? Es war schon ekelhaft genug, deinen Schwanz zu lutschen. Ey, Svetlana, jetzt tu nicht so, als wärst du voll die Luxusnutte. Wofür bezahle ich dich überhaupt? Außerdem, bei mir hast du doch auch immer alles gemacht. Ey, weißt du nicht mehr damals, wo mir der Löffel in die Suppe gefallen ist und du hast einfach nur gelacht? Als wir uns kennengelernt haben und durch die Straßen geschlendert sind. Und dann, als ich dich noch nach Hause gebracht habe, habe ich dir einen Haufen auf den Bauch gesetzt. Ja, ich erinnere mich. Wie sollte ich auch das vergessen? Deine einmalige Duftmarke. Oh. Ja. Bitte bei der nächsten Möglichkeit wenden. Mach mal bitte die scheiß Drecksmucke aus. Da rennen mir die Nutten immer weg. Verklag mich, Basti. Schluck, du Schlampe, schluck! Schluck! Sonst nehme ich dich nie wieder mit auf mein Boot. Schluck! So, hier bin ich wieder. Ich glaube, ich will tanzen. Und ich will auf jeden Fall jede Menge Whisky.
du, jetzt mach ich meinen Staubsauger aus, bevor ich ankomme. Hehehe, ich steh auf Penisse. Ja, du hast richtig. Was? Du hast mir den scheiß Dad in den Kessel gefahren, ey. So komm ich nie durch den TÜV, du Hure. Was ist denn das überhaupt? Koks? Was? Nein. Obwohl. Ja, Koks, ja. Ihr könnt's haben. Koks? Ist nichts für mich. Ja, dann fährt Checks und kauf Alkohol. Der Messias hat gesprochen. Davon kann ich mir in netter Weise kaufen. Und was steht eigentlich da drauf? Manchmal, wenn ich total betrunken bin, redet meine Lokomotive mit mir. Warte mal, bist du nicht Nazi? Tut doch gar nichts zur Sache, Luigi, du scheiß Spaghetti-Fresser. Geiles Gras. Yeah. Was geht denn hier für eine Party? Hab euch ein Paket gebracht. Ist Koks, nehmt. Echt? Ja. Wer kommt denn da angewuselt? Das Mehl schickt doch ein bisschen. Hm? Paket? Nehmt's einfach, ist Koks. Korrekt, vielleicht haben die Kolumbianer was nachgeschickt. The King. Hey, Koks? Oder Nutten? Koks, Mann, nehmt's einfach. Los, nehmt's, ich will endlich von dieser verdammten Insel weg. Testen wir den Stoff. Macht ihr nur. Bier? Lasst's uns testen. Auf zum Labor. Auf zum Labor. Ey, Scheiße! Wir sind schon so stoned, wir haben die Kiste vergessen. Los, umdrehen. Zielort bitte neu bestimmen. Hey, hier ist dein Boss. Wie geht's deiner Familie? Dem Fort Paket nachgeschickt. Wieso sollten wir? Weil das erste war der größte Dreck. Habt ihr kein zweites Paket nachgeschickt? Nee, das erste war der größte Dreck. Da war nur Mädchen. Und er telefonierte und telefonierte. Ja? Doch was dabei herauskam, die Kolumbianer hatten gar kein zweites Paket geschickt. Senegard, aber was war dann mit dem neuen Paket? Nur weh. Ach, Labe. Aber er hat einen Teststreifen in der Hand gehabt. Teststreifen mögen auch. Teststreifen können nicht liegen. Deine Mutter lebt. Sag nix gegen meine Mutter vor. Ich setze Luigi auf gegen dich an. Und glaub mir, der schlachtet auch deine Familie auf. Achtung, diese Ficker wollen uns abknallen. Boing. Die Tür bleibt offen. Alle in Deckung! Außer Luigi. Schau nach, was los ist. Ey, lass mich doch in Ruhe, du Neonazi-Spasti! Luigi soll verrecken! Achtung, da fliegt eine Gabel! Ey, was ist denn hier los? George W. räumt auf! Wer wirft der den ersten Stein? Der Nazi da schiebt Akkuhalos. Hey, jetzt lass uns endlich mal gucken, was in dem Paket ist. Vielleicht sind ja doch Nutten drin. Ey, das wäre ein Freudenfest, ey. Dann würde ich sogar auf Koks verzichten. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich verpiss mich. Ja. Was ist, wenn eine Bombe drin ist? Svetlana, mach du auf.